Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Schmink and Talk. Ja, ich habe heute vor, mich mit diesem kleinen Pigment hier zu schminken. Ich habe jetzt soweit schon mein Gesicht vorbereitet, das heißt, ich habe Foundation drauf, ich habe Concealer drauf. Ja, und dann schon zwei Lidschatten, die zeige ich euch gleich. Und zwar, ja, mein Make-up, wie immer, von Revival Loop, mein Natural Lift Make-up in der Farbe 01 Light Beige. Ich finde es sehr gut. Werde ich mir auch bestimmt wieder nachkaufen irgendwann. Dann mein Puder von Essence, das All About Matte. Ich finde das sehr gut, dieses Transparentpuder, weil es sich halt wirklich dem Hautton anpasst, egal welchen Hautton man hat. Und meinen Concealer, den Natural Touch Concealer von Revival Loop in der Farbe 01. Das habe ich verwendet und als Blush habe ich verwendet. Moment. Meinen Multicolor Blush von Catrice in der Farbe 70 Iced Caramel Macchiato. Ja, den habe ich in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt, weil ich meinen anderen von Essence aus der Aufbrauch-Challenge halt benutzt habe, fast einen Monat durch, weil der einfach so einen schönen Glow macht. Und ja, das ist er. Und ihr seht, da ist ein Hit the Pen. Und ja, ich freue mich darüber natürlich total. Ich habe übrigens ein über die Sachen, wo ich jetzt ein Hit the Pen drin habe, das habe ich auf Instagram gepostet. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, ich schreibe euch einmal meinen Instagram-Namen unten in die Infobox, dann könnt ihr da gerne einmal vorbeischauen und euch das anschauen. Da habe ich auch übrigens das Foto zu meinen Nägeln gepostet. Ja, weil ich habe keinen Bock mehr auf trist und dunkel. Ich habe Bock auf Frühling und deswegen, ja, sind die Nägel halt auch schon in so einem Frühlingston. Einfach nur ein paar Pünktchen. Das habe ich. Die Pünktchen habe ich mit dem, na, sagt schnell, von Essence gemacht. Diesen Stampy Luck in Schwarz. Der soll matt glänzen. Ich habe einfach nur noch einen, also der soll matt sein. Ich habe einfach nur noch einen glänzenden Überlack drüber gemacht. Ja, so. Dann habe ich erstmal als Grundierung meine Eyeshadow Base verwendet. Diese hier von Revival Loop Young. Die finde ich auch sehr gut. Sieht so aus. Ist schon gut gebraucht. Ich habe jetzt noch zwei. Eine von Revival Loop. Die habe ich von meinem besten Freund bekommen, von Stefan zu Weihnachten. Und dann habe ich noch eine von Art Deco, die ich mir auch gekauft habe. Das heißt, ich brauche erstmal keine. Brauche die jetzt erstmal auf. Ja, dann habe ich das Lid abgepudert und habe einmal diesen runtergegeben, diesen Cream Eyeshadow aus der Rock Out LE zu den EMAs in Glasgow von 2014. Ach, mir juckt die Nase. Ja, das ist so ein grün, ja, keine Ahnung, grün-gold, so ein Lindgrün mit Gold. Den habe ich drunter, habe den dann einfach nur mit dem Pinsel ein bisschen ausgeblendet und habe dann einmal drüber gegeben, diesen hier von Alverde in der Farbe 40 Valentine's Rose. Ja, das ist so ein. Oh, jetzt wäre mir fast runtergefallen. Das ist so ein ganz, ganz heller. Ja, so ein hellrosa ist es eben. Den sieht man kaum, aber ich denke, ihr könnt das sehen. Ich habe den jetzt erstmal so drauf gegeben. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt aus meiner Sun Club Palette. Da habe ich auch zwei Hit the Pans, wie ihr seht. Einmal hier und einmal hier, weil ich diesen Braunton super gerne zum Blenden nehme. Und den nehme ich jetzt auch nochmal. Ja, gehe da nochmal kurz rein. So. Und jetzt nehme ich einfach dieses Tübchen hier von meinem Creme Eyeshadow und male mir jetzt erstmal ein V. Jo. Ja, was gibt es Neues bei uns? Eigentlich nicht viel, außer dass ich auf Arbeit mal wieder ein neues Projekt bekommen habe.
es wieder unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und ich irgendwie nie es schaffe, seit jetzt 1,5 Wochen pünktlich Feierabend zu machen. Also eigentlich hatte ich letzte Woche um 16:30 Uhr schon Schluss, also nicht meine geteilte Schicht, sondern durch das neue Projekt eine zusammenhängende Schicht und hätte eigentlich 16:30 Uhr Schluss, war aber nie vor 17 Uhr draußen. Ja, gut natürlich für mein Überstundenkonto, aber es ist schon so gut gefüllt. Ja, aber an sich halt blöd, gerade dann, wenn mein Mann eben auf mich gewartet hat, weil der um 16 Uhr Feierabend hat und wir arbeiten so ungefähr 20 Minuten voneinander entfernt, deswegen, ja, der mich da meistens abgeholt, ne, weil dann nur 10 Minuten auf mich warten musste, aber es war ja dann immer blöd, wenn ich es dann nicht geschafft habe, pünktlich raus. Und ich kann halt den Fall, den ich bearbeite, nicht einfach irgendwie auf morgen verschieben. Das muss dann sozusagen an dem Tag noch fertig, wenn ich ihn halt beginne. Ja, ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen, was ich beruflich mache, aber auf jeden Fall, es ist einfach so, wenn ich halt an dem Tag etwas anfange, muss ich es an dem Tag auch noch zu Ende bringen oder es zumindest dann an einen Kollegen übergeben. Und ja, wenn halt die Kollegen nicht im Haus sind, ist halt schwierig und gerade wenn es eben neue Sachen sind mit einem neuen Tool, was noch nicht zu 100% ausgereift ist, sondern vielleicht nur zu 35, 40% funktioniert und das eigentlich einem die Arbeit erleichtern soll, aber es einem irgendwie das noch schwieriger macht, weil man viel noch selber machen muss, obwohl man das vielleicht schon am Anfang gemacht hätte. Ja, dann wird's schwierig und kriminell und so habe ich es dann halt nicht wirklich gepackt, pünktlich rauszukommen. Ja, war natürlich auch nicht schön für meinen Mann, der dann einfach da ja auf mich warten musste. Ich meine, was heißt musste? Er hätte auch nach Hause schon fahren können, aber er hat halt bereitwillig gewartet, als ich dann noch die Zeit vertrieben bei uns unten ist so ein Edeka, da war dann meistens, hat sich dann noch irgendwie eine Kleinigkeit geholt oder so. Ja, so, also ich habe das jetzt so ein bisschen ausgeblendet. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Einfach nur, um den Äuglein ein bisschen Tiefe zu geben. Und dann wagen wir uns jetzt ans Pigment. Ja. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, ist heute nicht mein Tag. Hat leichten Zittering, hab jetzt im Glas, fällt mir runter. Ja, hat halt so eine Öffnung. Ich werde mir jetzt ein bisschen was in den Deckel hier reingeben. Jetzt irgendwie das zweite Mal, dass ich mit dem Pigment arbeite. Einmal habe ich es alleine gemacht und einmal jetzt hier mit euch. Ja, ich bin gespannt. So. Ich brauche mal einen. So. Ich nehme jetzt einfach so einen Pinsel. Ich habe das jetzt auch nicht angefeuchtet. Ich hoffe, das geht so. Ja, eine sehr krümelige Angelegenheit. Und das werde ich mir jetzt einmal aufs Lid geben. Oh. Naja. Also außer meinen Mann abholen habe ich heute eigentlich nichts mehr vor. Von daher. Ja, heute ist Montag. Ich habe heute frei. Ich habe am Wochenende wieder gearbeitet. Und ja. Ja, mit meinem Kaufverbot läuft auch ganz gut. Einen Tag war ich ein bisschen böse. Ich habe mir von Balea die Handcreme geholt. Zitrone Buttermilch. Ja, und ich habe mir auch zwei geholt, weil ich nicht weiß, ob die, bis mein Kaufverbot vorbei ist, wieder im Sortiment ist. Ich habe sie aber noch nicht angebrochen, weil ich halt meine anderen Handcremes jetzt erstmal aufbrauche. Aber ich, ja, ich habe halt Bedenken gehabt, dass sie halt nicht mehr da ist und sie roch so gut und deswegen habe ich mir dann zwei mitgenommen. Ansonsten keine dekorative Kosmetik, keine, oh, keine pflegende Kosmetik gekauft. Also ist hier im Spiegel sieht das so richtig bäm aus. Die Kamera verfälscht das total. Also so wie es momentan hier im Spiegel aussieht, sieht es nicht in der Kamera aus. Aber ich mir gefällt das. Also für den Sommer ist das schon gut. So. Dann nehme ich mir jetzt nochmal diesen Blendepinsel und werde jetzt einmal
in meine Colorstar Palette gehen. Moment. So sieht sie aus. Und auch hier habe ich ein Hit the Pen und hier ein Mini Hit the Pen. Ja, und ich werde jetzt in diesen ganz dunklen Ton reingehen. Und mir hier nochmal das Tüpchen nehmen. Und das nochmal so anlegen. Also diese Colorstar, die ist nicht, was die dunklen Farben angeht, also bei diesem Schwarzgrau, nicht so gut pigmentiert. Würde ich jetzt in meine Essence-Palette, diese Rockable, glaube ich, heißt sie, oder? Na, komm her. Rocking Rebel. Wenn ich in die reingehe und damit einen dunklen Ton, das wäre dann ja gleich richtig. Aber ja, ich nehme jetzt die hier, die Farbe. Versuche das jetzt halt ein bisschen auszublenden. Also hier in Natura, das sieht so richtig, oh Gott, bam in your face aus, also wirklich. Wahnsinn. Na, mal schauen. So. Dann mache ich es jetzt nochmal auf der anderen Seite. Also dieses Pigment, ich glaube, ich werde das nächste Mal einfach zum Ausblenden benutzen und nicht über das komplette Lid machen, weil es hier wirklich in Live ganz, ganz anders aussieht. Vielleicht kriege ich das nachher noch eingefangen mit der Kamera irgendwie und dann mal gucken. Vielleicht schaffe ich es noch, das auf Instagram zu posten. So, jetzt nehme ich mir noch mal einen Blendepinsel und dann einmal diesen ganz hellen Ton hier. Und werde das jetzt nochmal nachblenden. Ansonsten, ja, wir planen unsere Reise Richtung Köln, denn wir haben ja am 25.04. Hochzeitstag, ist der zweite. Und wir haben gesagt, dass wir dieses Jahr wegfahren, weil letztes Jahr hat das alles so zeitlich nicht gepasst, dadurch, dass mein Mann einen neuen Job gekriegt hat und da einfach keinen Urlaub gekriegt hatte. Und deswegen waren wir dann für ein paar Tage bei unserem Ferienhaus und dieses Jahr haben wir gesagt, würden wir halt gerne wegfahren und ja, es soll halt Richtung Köln gehen. Wir haben jetzt einfach nur... Moment. Sieht nur so aus. Wir haben ja dieses Jahr gesagt, wir wollen gerne nach Köln, weil wir in der Richtung halt sehr, sehr viele Freunde halt wohnen haben, die wir gerne wiedersehen möchten, weil ja, das letzte Mal im August gesehen ist halt schon ein bisschen her. Und ja, Herausforderung ist, wenn man nach Ferienwohnungen dazu, die sagen immer, ja, natürlich, sie können kommen mit einem Hund. Ich habe aber zwei und ja, ich möchte halt, dass beide mitkommen und nicht, dass ich einen zu Hause lassen muss, nur dass ich die Leute da besuchen kann. Das ist halt total blöd und naja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie doch noch einen Vermieter finden, der halt sagt, okay, ihr könnt mit beide kommen, weil wir wollen ja nicht den ganzen Tag in der Ferienwohnung bleiben, sondern da einfach nur, es soll nur zum Schlafen sein. Es ist ja auch einfach nur zum Schlafen, wir wollen ja nicht den ganzen Tag rumgammeln, weil wir eh unterwegs sein werden. Denn es wohnen ja da nicht nur zwei Leute, sondern eben ein paar mehr. Und naja, na mal schauen. Wir sind jetzt noch auf der Suche. Ich habe jetzt noch einen, den muss ich heute Abend noch abtelefonieren, beziehungsweise mein Mann telefoniert den ab, weil ich die anderen schon alle angerufen habe.
Und ja, genau. Na, mal schauen. Vielleicht klappt es ja, wenn nicht, dann lassen wir uns was anderes einfallen. Zur Not fahren wir mit dem Caravan. Wohnmobil. Ja, nicht erschrecken, ich mache jetzt kurz mal das Wasser an, weil ich gerne den hier verwenden möchte. Das ist ein Wet and Dry Eyeliner und der sieht halt, wenn man ihn nass macht, besser aus. Ihr seht vielleicht schon die Kohle, die ich da habe. Und ich muss den jetzt nur ein bisschen nass machen. So, also Pinsel nass, sehr gut. Und ja, dann einfach gehe ich da rein. Ich nehme meinen Zoeva Pinsel, weil der einfach sehr gut dafür ist. Und dann ziehen wir uns schnell einen kleinen Eyeliner. Ich muss da noch mal rein. Also die Ferienwohnung muss jetzt auch nicht direkt in Köln liegen. Es wird auch reichen, wenn es irgendwie im Bergischen Land oder so ist. Also ist ja kein Problem. Wir fahren ja dann eh mit Auto. Und sie soll halt, wie gesagt, nur zum Schlafen sein. Das sind dann so knapp 5 Übernachtungen. Ich war jetzt schon auf der Seite Ferien mit dem Hund und Urlaub mit Hund. Und ja, immer alles nur ein. Es wäre genauso, wenn man mit einem Kind verreist und sagen würde, ja, aber nur ein Kind. Wenn sie zwei haben, haben sie ein Problem. Dann würde man ja auch nicht fahren. Naja, so, dann ziehen wir uns noch schnell den anderen. Also der macht echt ganz, ganz weiche, tolle Linien. Ich finde den wirklich sehr gut. Also den Pinsel und auch diesen Wet and Dry Eyeliner. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den überhaupt noch gibt. Also dieses Trio, weil ich habe das von meiner Cindy, glaube ich, bekommen. Weder die haben die Verpackung geändert oder die gibt es noch. Das ist aus der Revival Lubiang Theke. Oh, da ich ja nicht zu Rossmann gehe, kann ich euch das nicht sagen. Also momentan nicht zu Rossmann. Außer ich brauche definitiv was und dann renne ich auch mit Einkaufszettel los. Und kaufe auch wirklich nur das, was auf dem Einkaufszettel steht. Das lassen wir mal so. Ja, dann werde ich jetzt noch schnell meine Wimpern tuschen. Ich benutze momentan, die habe ich von Ulrich bekommen, weil sie mit der nicht zurechtgekommen ist. Das ist die Ultimate Lash Multimizer Volumen Mascara. In der Farbe. Ja, hat sie nicht. Also ist die Ultra Black. Hier. Die hat ein Bürstchen. Das ist so ein Mörderbürstchen. Und ja, ich mag die aber. Ich komme mit der zurecht. Aber Uli wahrscheinlich, weil sie hat ja blonde Wimpern und ich weiß gar nicht, ob die so lange jetzt bei ihr sind oder so. Weil sie hatte auch so ein Wimpernserum eine Zeit lang genommen. Ich weiß aber nicht, ob sie das noch nimmt. Mäuschen, du kannst ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob du das noch benutzt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Uli jetzt auch 4 Wochen oder so nicht gesehen. Ja. Ja, kurz WhatsApp und geschrieben halt oder ein SMS geschrieben oder mal telefoniert, aber gesehen. Ja, wird mal wieder Zeit für einen Kaffee. So. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Mascara noch gibt. Aber ich glaube, die hat Uni sich damals zum Ausverkauf mitgenommen. So, und dann halt meine grüne Lash Princess. Nehme ich jetzt einmal von unten.
So. Dann auch schnell die andere Seite. Ja, ich muss mich immer voll konzentrieren beim Tischen. Deswegen war ich jetzt auch so still. Gerade mit dem Auge, weil ich echt das Talent habe, mir die Bürste ins Auge zu pieken. Ja. Nur wenn man dennoch blind wie ein Maulwurf ist, ist das ganz besonders schlimm. Und man ist wieder über das Display von der Kamera macht. Wieder so klar. Aber zum Glück hat man ja immer die Möglichkeit, eine Korrektur zu machen. Sehe ich, ich habe da oben ein bisschen rumgeditscht. Das macht nichts, ich nehme dann meistens meinen Blendepinsel und blende das dann nochmal weg. Dann sind auch die Patzer verschwunden. Und weil mir das meistens passiert und ich dann nochmal gegen die Wimpern komme, tusche ich halt da einfach nochmal kurz rüber. Ah, ich bin total aus dem Videodrehen raus. 2 Wochen nicht gedreht und schon ist man raus. So. Ihr Lieben, das ist mein Make-up mit dem Pigment. Ja, ich weiß noch nicht. Ich denke nicht, dass ich es schaffen werde, aufzubrauchen. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall schon mal verwendet, weil es jetzt wieder ganz so Spaß hier funktioniert. Und ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so rausgehen würdet. Und ich probiere mal nachher, ob ich das irgendwie noch abfotografiert kriege, dass man das dann wirklich so sieht, so wie es halt auch ja, in der Kamera rumkommt. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist mir einen Lippenstift auftragen. Und dann werde ich gleich mit meinen Plüschis noch eine Runde rausgehen. Und ja, jetzt suche ich gerade noch schnell den Lippenstift. Ja, mit den Plüschis jetzt noch gleich eine Runde rausgehen und dann ist auch schon fast soweit, meinen Mann abzuholen. Ja, Lippenstift ist dann die 15 aus So Matte von Essence, halt Nude-Ton. Ich mag ja die. Und ich hände. Gerade wenn man ein etwas stärkeres Augen-Make-up hat, dann muss man nicht auch die Lippen total betonen. Ja, meine Lieben, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.